Hey Freunde, was geht? Hallo und herzlich willkommen hier bei den Scooterhelden in Berlin. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir einen Trittbrettroller vorgestellt haben. Der letzte müsste Kalle, Emma, Paul sein. Demnächst kommt ja noch der Fritz. Aber es gibt tatsächlich vom Paul ein Update. Das ist schon seit mehreren Wochen angesagt und wir haben jetzt tatsächlich kurz vor Weihnachten dieses Update bekommen. Es gibt also ein paar Neuerungen im Vergleich zum bisherigen Modell. Also heute gibt es für euch den Trittbrett Paul Touring in der Version 2023. Ich packe also ganz kurz den Roller für euch aus und dann schauen wir uns mal an im Detail, was sich tatsächlich geändert hat zum Vorgängermodell. Der Roller ist fertig aufgebaut und wir gucken noch mal ganz kurz in den Lieferumfang, was sich da tatsächlich getan hat. Also es geht los mit dem Toolset, der magische Dreizack hier, um den Lenkerkopf anzubauen, das haben wir bereits gemacht. Dann eine Ventilverlängerung, die ist wirklich praktisch, verwende ich sehr, sehr gern. Schön, dass die mit dabei ist. Betriebsanleitung für den Roller, Kurzanleitung für die App. Zusätzlich gibt es hier noch ein Serviceformular, die Fahrzeugpapiere für die Versicherung. Dann hier noch eine kleine Hinweiskarte für die Qualitätskontrolle, auch schön gemacht hier mit dem Totenkopfdesign. Und natürlich das Ladegerät. Wir haben ein 48-Volt-System, geladen wird mit max 3 Ampere. Ladezeit ist dann entsprechend zwischen 5 und 7 Stunden, je nachdem, was ihr am Ende natürlich auch noch für ein Akkusystem verbaut habt. Also, das ist jetzt erstmal so in gro der Lieferumfang und jetzt gucken wir uns den Roller an. Was hat sich explizit geändert zum Vorgängermodell? Ja, und hier stehen sie jetzt, der neue Paul auf der linken Seite und der alte Paul auf der rechten Seite. Also von außen sehen sie erstmal absolut gleich aus. Da würde man jetzt auf den ersten Blick nicht erkennen, dass das jetzt ein neues Modell ist. Nur, dass wir den natürlich schon ordentlich geschröpft haben. Der ist ein bisschen dreckig. Aber das ist ja auch der Sinn und Zweck, dass man mit dem Fahrzeug eben auch unterwegs sein soll. Ne? Preis 1.499 Euro. Was von außen nicht erkennbar ist, aber was in den Daten wirklich signifikant ist, ist die neue Zuladung. Max-Zuladung 150 Kilogramm. Das ist natürlich ordentlich. Bei dem vorherigen Modell war es etwas weniger. Er soll es wohl auch schon gekonnt haben, aber es war wohl noch nicht zertifiziert an dieser Stelle. Ich habe die Roller jetzt mal zusammengeklappt, um euch mal zu zeigen, was sich tatsächlich verändert hat. Also laut Trittbrett, Verarbeitung des Gelenkkopfs wurde verändert. Das heißt, wir schauen mal hier in den Gelenkkopf rein. Die Veränderung sorgt dafür, dass ihr mehr Stabilität habt und beim Nachjustieren das Ganze mit einfacheren Mitteln möglich ist. Also wenn wir jetzt hier uns beide Systeme mal anschauen, dann sieht man schon sehr deutlich, dass der Gelenkkopf hier in der neuen Version von Paul doch deutlich verändert wurde. Und damit auch die Justierbarkeit, wenn man jetzt da ein bisschen Spiel hat, wohl einfacher gewährleistet ist, indem man, vermute ich einfach mal, jetzt hier über diesen äußeren Ring als Anschlag das Ganze nutzt und dadurch die Spannung verwendet. Ansonsten braucht ihr nämlich ein Spezialtool, das will ich euch mal gerade zeigen. Schaut mal. Oben rausgeschnitten, also das ist auch nicht an jeder Ecke selber gebaut, damit man die Möglichkeit hatte, den Gelenkkopf im Prinzip nachzustellen. Also alles nicht so einfach und mit der neuen Konstruktion hat man sich selber und natürlich auch den Händler natürlich einen großen Gefallen getan, hier nochmal Hand anzulegen und für mehr Stabilität zu sorgen. Ja, das freut mich auf jeden Fall schon mal. Jetzt klappe ich das Ganze mal auf. Oh, das ist erstmal ganz normal. Und wenn ich jetzt mal gucke wegen Spiel, also Spiel hast du da erstmal gar keinen drin. Bombenfest und auch hier sehr leichtgängig, sehr angenehm. Auch das war ja nie schlecht. Aber natürlich verbesserungswürdig. Da habe ich jetzt auch kein Spiel drin, ist auch recht leichtgängig. Aber du merkst schon, dass du hier einen deutlicheren Widerstand hast. Ein bisschen mehr Zug, das kann man ja auch alles einstellen, damit du mehr Druck auch aufbaust auf diesen Gelenkkopf, damit hier noch weniger Spiel halt eben vorherrscht. Okay, dann kommen wir schon zur nächsten wichtigen Neuerung. Das ist die vollhydraulische Zoombremse für vorne und hinten für den neuen Paul. Also das finde ich ist schon ein tolles Gimmick und bei dem Preis 1.499 Euro, finde ich, kann man das Ganze auch erwarten. Sicherheit hat halt eben hier höchste Priorität. Du kommst schneller auf den Punkt, du kannst die Bremse super dosieren. Also eine vollhydraulische Bremse, gerade in dem Bereich. Starker Bosch-Motor, knapp 1000 Watt Peakleistung, 22 km/h, macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt mal im Vergleich zu dem vorherigen Modell. Da hatten wir eben einen teilhydraulischen Bremssattel. Das bedeutet, ihr habt einen ganz normalen mechanischen Baudenzug gehabt und der hat dann den Bremssattel betätigt und dieser Bremssattel war dann eben hydraulisch. Auch nicht schlecht, hat auch gut zugepackt. Aber man hat sich jetzt eben dafür entschieden, dass man gesagt hat, wir verpassen dem neuen Paul eine vollhydraulische Bremsanlage. Jetzt kommen wir zur nächsten Neuerung und zwar hat man dem Paul Touring einen neuen Ständer spendiert. Sieht richtig gut aus, wie aus einem Guss, unten nochmal schön gummiert, federgelagert, aber ganz schön auf Zug. Also
Da brauchst du schon Kraft, wenn ich das jetzt, ihr seht schon, wie das zurückschnallt. Wenn ich das jetzt mit meinem Fuß mache, ist das bestimmt kein Problem. Aber du musst schon Kraft aufwenden, um den dann nach oben zu halten. Und ganz wichtig ist, wenn du da rankommst, nur leicht, dann schnallt er raus. Also, cool, neuer Ständer, aber meiner Meinung nach die Feder ein bisschen zu stark und dadurch zu viel Zug drauf. Und dann kann es natürlich schon mal passieren, dass der schnell wieder in diese Ausgangsposition zurückspringt. Okay, sieht aber trotzdem gut aus, macht einen wertigen Eindruck. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal beim Vorgänger an. Das ist jetzt der Ständer vom Vorgängermodell. Sehr filigran, hat auch seinen Dienst geleistet. Ich muss sagen, ich musste keinen einzigen Ständer austauschen, weil der weggebrochen ist. Auch hier sehr schön, man kommt halt gut ran. Der ist nicht ganz so auf Zug, aber stabiler wirkt natürlich der andere. Vor allem mit der gummierten Auflagefläche hast du da natürlich nochmal ein bisschen mehr Halt. Aber auch der alte Ständer war jetzt nicht schlecht, aber der neue wirkt natürlich doch nochmal ein bisschen passender zum Fahrzeug. Ebenfalls verbessert wurde die Silikonummantelung um den Halterhaken des Verschlussmechanismus, damit ihr weniger Kratzer am Schutzblech produziert. Ebenfalls neu ist die Tatsache, dass man hier einen verbesserten Schraubenkleber verwendet hat. Jo, somit bleibt alles an seiner Stelle, da wo es sein soll, und ihr seid immer safe und smart unterwegs. Der nächste Punkt, der verbessert worden sein soll, ist die Ablesbarkeit von dem Display. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich nie fand, dass das Display schlecht beleuchtet war, sondern ich finde eher, dass die Fläche hier, die oben drauf liegt, dieser Kunststoff, dass der schon so eine spiegelartige Wirkung hat. Wir schalten das Ganze jetzt einfach mal ein. Und ich finde, da sieht man schon sehr gut, dass die Ablesbarkeit sehr, sehr gut ist. Keine Frage. Aber im Vergleich zum Vorgängermodell sehe ich da keinen Unterschied. Also, wenn wir die jetzt mal so drüber halten, es ist immer das Gleiche, es ist eher so diese Spiegelung, die jetzt quasi der Kunststoff mit sich bringt und viel weniger eigentlich diese LED-Hintergrundbeleuchtung. Von daher muss ich ganz klar sagen, Ablesbarkeit vom Display für mich gleich. Ich sehe da keinen großartigen Unterschied. Optional könnt ihr beim neuen Power Touring auch Kellermann-Blinker für vorne und hinten nachrüsten. Steckverbindungen zur einfachen Nachrüstung sind bereits verbaut. Kosten ab Werk um die 250 Euro. Zusätzlich sei auch noch zu erwähnen, dass ihr den Power Touring auch als 25 km/h Version erhalten könnt. Dann dürft ihr aber mit diesem Fahrzeug nur noch auf Privatgelände unterwegs sein, denn im öffentlichen Raum dürft ihr nicht schneller fahren als 20 km/h. Jetzt liegt es an euch zu entscheiden, ob ihr den Power Touring mit 14,7 Amperestunden nehmt für 1499 Euro oder mit 19,6 Amperestunden für 1799 Euro. Jetzt macht ihr bitte nur noch eins, klicken, liken, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.